Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge vom Supermarkt Simulatore. So, weiter geht das Drama hier. Ich wollte jetzt eigentlich mal einmal hier kurz abwarten, bis die hier alles befüllt haben. Aber das dauert ja noch Ewigkeiten. Und, ich würde gerne halt die ganzen Kisten mal hier langsam wegbekommen. Und, ja, würde gerne auch, glaube ich, ein bisschen umräumen. Aber wir müssen halt auch kaufen. Okay, wir kaufen eben ein Riefel. Kostet ja nur 3000. Ab die Party. Ab die... So, wir haben überall noch Sachen rumliegen. Die müssen wir jetzt mal langsam nach und nach irgendwie wegbekommen. Hier haben wir ein bisschen Orangensaft. Darunter haben wir noch Sprite. Hier haben wir noch Sixpacks. Hier haben wir auch noch Öl und Klopapier. Und ich habe keine Ahnung. Wir haben hier so viel Müll liegen. Muss alles weg. Nach und nach. Das muss alles nach und nach weg. Naja. So, beobachten wir mal ein bisschen die Menschen hier und hoffen auf was Gutes. Genau, sonst sieht das Lager inzwischen ganz gut aus. Wir sollten hier eigentlich nur noch mal ein bisschen sauber machen. Meine ich tatsächlich eher so ein bisschen zusammenräumen, umräumen. Heißt also zum Beispiel sowas nach da unten, so dass wir die Regale einheitlicher haben und ein bisschen besser strukturiert. So, genau. Klack. Räumen wir das schon mal um. Dann hätten wir nämlich hier schon mal was frei. Was haben wir hier? Genau, tun wir das noch eben rüber. Ja, ist auch gut. Alles einmal umräumen. Da bimmelt's. Da müssen wir gleich hin. Einen Augenblick, bitte. Ich komme. So, dann haben wir wieder zwei. Leergeräumt, genau. Also wir packen die so ein bisschen zusammen, dass wir einfach die Übersicht bekommen. Okay, wo passt noch was rein? Wo ist irgendwas reingekommen, was da nicht hingehörte? Und so weiter. Okay, warte mal, da ist Öl rausgegangen. Das kriegen wir dann direkt weg. Sehr gut. Dann kassieren wir hier ganz kurz ab. Da hat jemand Sprite gekauft. Und ein bisschen Pizza, aber das ist mir egal. 80. So, hi. Na klar. 61,10. Bitteschön, danke schön. Zweimal Ketchup, zweimal Reis. Ich dachte eigentlich immer Nudeln mit Reis, Nudeln mit Ketchup, aber das hört sich nicht so geil an. Reis mit Ketchup hört sich wirklich nicht geil an. Aber noch nie probiert, also von daher. Nudeln mit Ketchup ist cool. So, 2,40. Da habe ich Klo. Ich habe Klopapier gesehen. So, hier sind halt überall diese blöden Kisten, ne? Ist die leer? Ja, die ist leer. Wir haben wieder eine leer. Sehr gut. Na, die dauert noch ein bisschen. Okay, das hatten wir jetzt fertig. So, dann packen wir die jetzt da rein. So, dann packen wir, Moment, die dahin. Da müssen wir auch mal überlegen, ob wir jetzt davon zwei behalten. Ich bin der Meinung, nein.
So. Hi. Okay. 71, 50. Warum haben wir denn jetzt aber so viele Kunden hier? Finde ich gut. Finde ich gut. So leveln wir wenigstens unser Dingen so ein bisschen. Oh, da habe ich ein Produkt gesehen, was wir auffüllen müssen. Mit Karte, natürlich. Natürlich. Komm, gib mal Gas. Ich muss ein Produkt auffüllen, dass wir noch meine Kiste wegbekommen. Irre. 70. Tschüss. Alter, ich gehe kaputt mit euch. Ich gehe kaputt, wirklich. Ich gehe kaputt mit euch. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Nee. Nee, nee, nee. So, hier hatten wir jetzt noch drin, das könnte auch noch mal irgendwo, okay, warte mal, das lassen wir da drin. Die hier räumen wir auch eben einmal rüber. Dann müssten wir hier einmal die zwei Sprühpistolen da wegbekommen. Okay, das war schon mal Nummer 1. Und ich glaube, Nummer 2 kriegen wir auch weg, ne? Ja. So, zwei Kisten weg. Funzel eben an. Meine Güte, was ist denn heute los? Die ganze Zeit, also jetzt, wo ich am Arbeiten bin, kommen sie oder was? Und da, wo die ganze Zeit nichts los ist und ich eigentlich was bräuchte, kommt kein Schwein. Oh. Oha. Da gibt's aber eine dicke Party. Da gibt's aber eine dicke Party. Hundertprozentig. Könnt ihr mich einladen? Hätte ich auch Bock drauf. Richtig Saufi-Saufi. Aber richtig kräftig Saufi-Saufi. Wäre ich sofort dabei. Erstmal voll in... Das geht mir hier so auf den Winkel. So, wo kommen die jetzt her? Da oben. Dr. Propper kommt von da oben. Okay. Dann haben wir hier nochmal Dr. Propper. Die kriegen wir auch noch rein. Hallo. Schengel. Okay. Jetzt nicht mehr. Gut. Dr. Propper ist auch weg. Dann kann man nämlich den Dr. Propper hier nämlich wegmachen. So, dann haben wir jetzt hier nur noch die Handcreme. Die Handcreme tun wir hier einmal nach unten. Dann können wir das nämlich zumachen. So, wie machen wir es jetzt am besten? Trägt hier jemand gerade Klopapier in der Gegend rum? Nein. Chips wurden keine verkauft. Kaffee wurde keiner verkauft. Die Hass. Das Hassprodukt. Kriegen wir eine weg. So. Das Hassprodukt, wirklich. Das ist das Hassprodukt schlechthin. Aber auch hier kriegen wir langsam. So, das stellen wir auch kurz dahin. Da muss ich ganz kurz gucken, warum da hinten gequietscht wird. Aber nichts Wildes. Nichts Wildes. So, die Hähnchen sind alle ausverkauft. Tam, 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 tadam. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Achso, oh, bei mir stehen, glaube ich, ein paar Leute dran. Hoppala. Hoppala, Entschuldigung. Ich habe euch vergessen. Es tut mir leid, ich habe euch wirklich vergessen. Dafür gebe ich jetzt wirklich Gas. Es tut mir wirklich leid, ich habe euch vergessen. Es tut mir leid. Ja, nichts zu passen, sehr gut. Sorry. Wollte ich nicht. Oh, kein Sprite. Da ist eine Milch weg. Aber die könnten wir jetzt oben einräumen. Da habe ich nämlich schon gesehen, dass da jetzt ein Plätzchen frei ist. So, was haben wir hier? Kleines Toastbrot. Dann haben wir die nächste Kiste da weg.
haben wir hier noch? Das ist gar nichts gegangen, da ist nichts gegangen, da ist nichts gegangen. Ja, gut, noch da. Da ist ein bisschen Sprite. Raus. Also so ganz zufrieden bin ich mit dem Lager immer noch nicht, aber das kühlt jetzt langsam. So, das kommt weg. Dann das dahin. Das dahin. Das weg. Die Sprite hierhin. Die Cola dahin. So, die Cola hierhin. Und das da weg. Wir haben halt wirklich so viele Produkte, ne? Die halt so wenig gehen. Okay. Okay, das sieht aber jetzt langsam, also es sieht immer noch scheiße aus. Das von vorne weg, ne? Also es sieht immer noch scheiße aus. Das müssen wir einfach mal sagen und klarstellen. Aber hast du dasselbe Produkt wie ich mit? Nee. Du hast nicht dasselbe Produkt wie ich mit. Sehr gut. Das sieht wirklich, wie gesagt, also die Regale sehen, die Lagerregale sehen alle ein bisschen aus. Sehr viele Löcher gerade drin. Viele Sachen, die wir doppelt und extra haben. Aber das hat alles einen Sinn. Den Sinn werden wir irgendwann rausfinden. So. Jetzt gerade wohl noch nicht. Weil ich da selbst noch nicht so ganz genau Bescheid weiß. So, das schlagen wir auch mal ganz kurz da. Okay, die sind immer noch im Einlagern. Ich würde trotzdem gerne, ja, was würde ich denn gerne? Ich würde die hier noch umräumen gerne, fix. So, dann kann der Honig da weg. Die Eier tun wir da drüber. So, dann kann das weg. Die Coke kann da unten hin. Weil dann haben wir alles, was so coked ist, da in der Nähe. Das Produkt haben wir nicht mehr. Tja. Der Wodka. Den schieben wir mal da rein. Kann der auch weg. Die Milch. Kann da rein. Dann kann das und das erstmal hier hin. Jetzt haben wir hiervon auch schon wieder eine übrig. Genau, das ist nämlich das, was ich eben gesagt habe. Wir haben halt das Problem, solange die hier noch am Auffüllen sind und wir bestellen, befüllen die halt irgendwelche Regale. Und deswegen möchte ich gerne eine klare Struktur drin haben, beziehungsweise eine klare Befüllung. Deswegen gucke ich jetzt gerade so ein bisschen, okay, was könnte man zusammenräumen, was würde zusammenpassen. Hier zum Beispiel das Sushi mit dem Sushi zusammen. Das Sushi können wir dann rausräumen. Dann haben wir auch nur noch einen Platz frei. Die Steaks können wir hier rüber räumen. Mit dem anderen Fleisch direkt daneben. Ups, der hier. Räumen wir das auch direkt um. So. Dann haben wir wieder zwei Slots frei. Hier ist nochmal Sushi. Okay. Also Sushi haben wir auf jeden Fall genug. Von der einen Sorte. Von der anderen Sorte nicht so. Auch hier Bier. Ne? Also das würde ich jetzt gerne rausholen, dass wir es gar nicht erst nachbestellen. Hier auch rausholen, dass wir es gerne gar nicht nachbestellen. Auch sowas hier. Geh ich kaputt dran. Da gehe ich kaputt dran. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Vermutlich. Ich habe keine Ahnung. So, die Nudeln räumen wir eben rum. Warte mal, ist das dasselbe? Nee.
Okay, das kann raus. Ja. Zwei Hühner reichen. Wie sieht es mit den Kartoffeln aus? Ich würde ja eigentlich sagen, zwei Kartoffeln reichen. So, ein Bier reicht. Einmal. Auch die großen Kartons mache ich jetzt nur noch eine Reihe. So, obwohl, ha, da bin ich, bei den großen Sachen bin ich mir immer noch unschlüssig, weil das wirklich halt nur eine Kiste ist, ne? So, wir beenden den Tag. Gucken mal, wir haben 5000 wieder eingenommen. Das ist gut. So, machen den Laden auch direkt auf, dass wir direkt die Kundschaft bekommen. Und bestellen auch nach. Refuel 2600 passt. Sitzt unter Luft. Hier liegt nichts draußen. Genau. So, dann würde ich gerne das eben rüberräumen. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Der Unmöglichkeiten. So. Das räumen wir raus. Das räumen wir raus. Das kommt hier rüber. Dann können wir das nämlich auch löschen. Das löschen, das löschen. Das packen wir ein. Und stellen wir mal draußen hin. So. Der. Räumen wir ganz kurz rüber. Ja, hier haben wir jetzt Steaks liegen auf einmal, die wir vorher nicht hatten. Ah, ey, das ist so ein Scheiß. So, das Regal räumen wir auch weg. Da ist nämlich auch nichts mehr drin. Dahin. Das holen wir dahin. Was ist denn mit den Hühnchen passiert? Okay, das Lager lichtet sich langsam. Bleichmittel hat keiner gekauft. Chips hat keiner gekauft. Pepsi oder Cola ist weg. Gut, eine Kiste schon mal weniger. Hi. Na klar. Na klar. Du auch? Nein. Du nicht. Du nicht. Hallo, bleib da stehen. Ah ja. Okay, also die Hühnchen, also die großen Pakete sollten wir wirklich doppelt legen. Also da bleibe ich bei. Große Pakete auf jeden Fall doppelt. Kleine Pakete müssen wir mal gucken. Aber die großen. Da machen wir sonst zu viel Minus mit, beziehungsweise verschwenden wir so viel. Nämlich, guck mal hier, Hühnchen ist jetzt komplett weg. Kartoffeln sind auch komplett weg, weil da halt überall immer nur ein Stück drin war. Und ja, ist halt blöd. Das ist halt blöd. Hi. Eigentlich müssten wir das Lager jetzt einmal komplett leer laufen lassen und wirklich von Anfang an nochmal neu planen. Dass wir vielleicht das sogar auch so machen, wie hier eingeräumt ist. Heißt also, hier ist zum Beispiel Sushi zusammen, Sushi zusammen, Fleisch zusammen. Das wären 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. Ja, hier passen mehr als 5 Produkte rein. Kommt immer darauf an, wie man es stapelt. Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Weil aktuell ist ja hier eher Kraut und Rüben angesagt. Hier ist ja irgendwie Kraut und Rüben angesagt. Aber wir haben eigentlich genug Platz, um so eine Umstrukturierung durchzukriegen, oder? Wait, können wir das? Wir können ja mal anfangen. Wir können sie einfach mal testen, um zu gucken, ob es. Hallo?
Hallo. Hallo? Ich darf es nicht wegräumen. Jetzt darf ich wegräumen. Keine Ahnung, was jetzt wieder für ein Bekommen. Keine Ahnung, was jetzt war. Ich konnte es einfach nicht aus der Hand nehmen. Keine Ahnung, was jetzt hier los war. So, das ist das. Sprite ist keine raus. Okay, gut. Also, machen wir kurz eine Lagerumstrukturierung. So eine ganz kleine. Das erste, was wir machen, ist erstmal den Kuchen raus, natürlich. So, das Ding räumen wir hier noch ein. Oh, da ist die Kiste im Weg. So. Hallo, das hat davor auch hingepasst. Mann. So. Was guckst du dir denn auf den Arsch? Das habe ich doch genau gesehen. Das habe ich auch genau gesehen. So, $4.30. Noch einer. Noch einer. Karte. 27,20. Noch einer? Nein. Okay. Gut. Wir haben jetzt hier zwei Platz für zwei Regale. So. Gut. Fangen wir vorne an der Kasse an. Also hier ist... Was ist denn da? Das ist, Steaks und... Und irgendwas. Steaks und irgendwas. Irgendwas liegt da unten und die Steaks sind... Ne, das sind die Koteletts, glaube ich. Das sind die Steaks, ne? Das sind die Steaks. Das sind die Steaks, okay. Gut, dann Steaks dahin. So. Katastrophe hier. Steaks dorthin. Wir haben hier ein bisschen Chaos. Oh nein, wir haben hier ein bisschen Chaos. Aber die eine Seite würde ich schon gerne noch fertig machen. Okay, dann haben wir das. Okay, dann haben wir das schon mal fertig. So, dann gehen wir uns an die Kasse. Ich sage aber vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir kurz weiter. Bis dahin. Tschüss.